geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es für euch die Online-Bestellung von Pyroland. Das Ganze wurde mir von Pyroland gesponsert. Leute, ich bin richtig hyped, das auszupacken. Einfach weil übermorgen schon Silvester ist, Leute. Wir haben heute den 29.12. Morgen, denke ich mal, werde ich nochmal durch die Läden ziehen, ein bisschen was mitnehmen, Leute. Das muss einfach sein. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Pyroland Unboxing, Pyroland Online-Bestellung, ein Sponsoring. So, ich würde sagen, wir starten mit den beiden kleinen Paketen, arbeiten uns dann zu den großen Paketen. Ich glaube, das Ganze hat einen Wert von ungefähr 400 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Video, let's go. So, die Kamera habe ich mal näher rangeholt. Ja, das machen wir noch nicht. Dann können wir das ganz gut auch hier oben drauf stehen lassen. Hier steht sogar schon drauf, was da drin ist. Ich würde sagen, das machen wir einmal ganz schnell auf. So, schnell nochmal ein Messer besorgt. Machen wir das Ganze hier mal auf. Ich bin mir unsicher, aber ich weiß nicht, ist das in einem Stahlkäfig verpackt? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. Nee. Genau, hier haben wir nämlich einen dicken Verbund von Pyroland drin. Der ist sehr, sehr geil. Richtig, richtig schöner Gold-Brokat-Effekt. Ich schau mal, ob ich das ganze Ding hier so rausbekomme. Oh, ist auch ordentlich schwer. Die Air Force One. Einfach ein sau geiles Teil. Kostet, glaube ich, so um die 90 Euro. Können wir das mal aufmachen hier. Ja, sind vier dicke Batterien mit dem Kaliber 30 mm, also ein fettes Teil, 64 Schuss, 50 Sekunden Brenndauer, 1,5 Kilo NEM, also wirklich ein Mods-Teil, kann ich nur empfehlen. Folgt natürlich auch ein Video von Air Force One von Pyroland, sehr, sehr dickes Teil. Stelle ich mal hier rauf und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten kleinen Paket hier. Was haben wir dabei? Wir haben hier zwei Batterien drin. Zack. Und hier gehen schon mal direkt Grüße raus an Nico bzw. Fireworks and Balloons. Seine Batterie bzw. hat er, glaube ich, zusammengearbeitet mit Pyroland. Ja, die Proud and Loud. Sehr, sehr cooles Teil. Habe ich mir auch wirklich nur geholt, weil ich den Effekt auch sehr, sehr feier. Also wirklich cooles Ding, was Nico da mit Pyroland ausgearbeitet hat. Sehr, sehr nice. So, dann noch ein dicker Klopper hier drin. Dann haben wir die C-Antava. C-Antava. Leute, ich kann es nicht aussprechen. Muss ich komplett los. Aber ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich würde jetzt sagen C-Antava. Ja, auch von Pyroland. Ja, schlechtes Design, würde ich mal sagen. Sieht trotzdem cool aus hier mit dem Gesicht. 20 mm Kaliber. Nicht so ganz viel. 49 Schuss. Ist aber ein sehr cooles Teil. Ja, so, dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier das große, längliche Paket. Da dürften auf jeden Fall Raketen drin sein. Ich hoffe, man versteht mich gut, Leute. So, dann haben wir hier, Alter, sind die groß. Hätte ich mir gar nicht so groß vorgestellt, diesen Karton. Weil ja von allen Raketen, die so verpackt sind, irgendwie der Karton immer so süß klein war. Auf jeden Fall haben wir hier 10 einzigartige Raketen mit prächtigem Titanschweif. Die von Pyroland, die Dreamstalker. Ich muss sagen, sehr, sehr geiles Design. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, Leute. Ja, moin. Jetzt ist das Messer hier hintergefallen. So. Schauen wir mal. Das ganze Ding hier mal schnell auf. So. Schauen wir mal ganz schnell rein hier. Ja, sind auf jeden Fall dicke Dinger. Sehen auf jeden Fall lustig aus. Schaut mal, hier ist so eine durchsichtige Kappe drauf. Kennt man so auch gar nicht. Ey, das Design sieht ja mal irgendwie, weiß nicht, komisch, aber irgendwie auch geil aus, ne? Naja, auf jeden Fall dicke Dinger. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. So, dann geht's auf jeden Fall weiter. Wir haben hier Premium-Raketen drin, Leute. Das war's dann auch schon mit dem Karton. Und zwar haben wir hier die Zink-Raketen von, moin. Ja, die Zink-Raketen, richtig, richtig schöne Teile, also wirklich sehr, sehr nice. Ich denke mal, viele kennen die von euch. Die kosten auch irgendwie 33 Euro, dieses Bündel hier. Das sind, glaube ich, 10 Raketen mit 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Farben.
ja, von jedem zwei dabei. Man hört auch die Kugeln, aber das sind einfach nur Premium-Raketen. Auch der Aufstieg sehr, sehr nice, gute Verarbeitung. Und der Effekt ist einfach nur, ja, Premium, Bombe. Das ist einfach nur nice. Wie oft soll man es noch sagen? Ja, schöne Raketen sind auch ihren Preis definitiv wert. Muss man auf jeden Fall mal gehabt haben. So, und dann haben wir jetzt hier nochmal das richtig dicke Paket, das auch einiges wiegt. Da würde ich sagen, hole ich die Kamera nochmal ein bisschen näher ran und dann geht's los. So, mal schauen. Da haben wir hier natürlich ganz oben alles voll mit Verpackungsmaterial. Hier noch ein bisschen was, bisschen Werbung, Wunderkerzen. Cool. Braucht man sich mittlerweile so ja gar nicht mehr, deswegen ganz gut, dass die mit dabei sind. Zack, zack, zack. Ihr seht, Karton ist voll mit geilen Sachen. So, wir haben hier als erstes das Dreiklang-Bombenrohr, Coco Glitter, ja, von Pyroland. So drei Schüsse, die auf einmal abgefeuert werden. Also dickes Bombenrohr auf jeden Fall. Bin ich gespannt, habe ich mir drei verschiedene bestellt. Hier haben wir Checker Cracker, auch Dreiklang. Und dann haben wir auch nochmal hier Grüße an Nico auf jeden Fall, an Fireworks and Balloons. Den Dreiklang Cracker Gold. Ja, sehr cool gemacht mit seinem Logo drauf. So, dann geht's weiter hier. Wir haben, was waren das nochmal? Das waren ja auf jeden Fall Single Shots, aber Salut Single Shots. Mit BKS steht hier auch nochmal drauf. Bin ich sehr gespannt, wie laut die Dinger sein, wie laut die Dinger sind. Ob sie da irgendwie an die Gao-Bombenrohre rankommen, da wird es auf jeden Fall einen Vergleich, denke ich mal, geben. Bin ich sehr gespannt drauf. So, dann haben wir jetzt hier eigentlich nur noch dicke Batterien drin. Ah, ich sehe gerade hier hinten die Schreckschraube von Pyroland. Sehr cooles Teil. So ein Bodenwirbel, sage ich mal, der dann aufsteigt und dann einen Schritteffekt in Gold abgibt. Beziehungsweise auswirft. Dann haben wir hier auch nochmal, auch das Design einfach Premium, finde ich, auch nochmal von Pyroland Raketen, und zwar die Kaltstart Raketen. Ja, ich würde sagen, da brauchen wir jetzt nicht nochmal reingucken. Bei den anderen war ich nur so gespannt drauf, weil der Karton einfach so riesig war. Das ist hier wieder ein bisschen kleiner, aber es sollen auch sehr, sehr starke Raketen sein. Wird auch ein Testvideo folgen. Die Kaltstartraketen von Pyroland. Es wird auch nochmal gleich eine Gesamtübersicht geben. So, dann haben wir hier eine richtig, richtig dicke Fächerbatterie. Die Alpha Edison. Ja, 500 Gramm NEM, 25 Schuss und 30 mm Kaliber. Was will man mehr bei so einer Batterie? Sehr, sehr nices Teil. Haben wir hier noch eine Fächerbatterie, und zwar die Zyva, auch 30 mm Kaliber, 25 Schuss, 500 Gramm, ja, richtig starke Fächerbatterien. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Krachsandra Batterie von Pyroland, ja, auch 30 mm Kaliber, ja, sehr nice Teil, wiegt ordentlich was. Und als nächstes haben wir hier Format C. Ja, sehr cool. Ich finde, die Designs sind auch immer sehr, sehr cool gemacht hier von Pyroland. Gute Wahl getroffen. Ja, sehr schick. Und ja, ein Testvideo, beziehungsweise wenn ich es teste, dann sehen wir auch, ob das genauso wie es geil aussieht, auch was taugt. Und als letzten Artikel haben wir hier dann die Double Deck Blue von Xplode. Was soll man dazu sagen? Es ist eine krass starke Fächerbatterie, wobei ich beim Vorschießen gesehen habe, dass die Zerleger nicht mehr so doll waren. Ich hoffe, dass ich davon nicht eine abbekommen habe. Mal schauen, was aus der rauskommt. Auf jeden Fall eigentlich sonst immer eine richtig fette Fächerbatterie für wenig Geld. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Gesamtsortiment der Pyroland-Bestellung. So Leute, und dann haben wir jetzt hier das Gesamtsortiment von der Feuerwerks-Online-Bestellung von Pyroland. Ja, eigentlich gar nicht so viel geworden. Eher nur dicke Sachen, beziehungsweise Premium-Sachen. Hier wie gesagt den fetten Verbund. Geile dicke Batterien mit dabei, ihr seht alles, was dabei ist. Wir haben hier die schönen Premium-Zink-Raketen, Schreckschrauben von Pyroland, dann hier die Bombenrohre und hier die beiden Raketensets. Ja, schönes Sortiment, würde ich sagen. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Und Leute, morgen oder auf jeden Fall nach diesem Video kommt das Gesamtsortiment für Silvester 2019-2020.
Und ja, schaltet auf jeden Fall ein, achtet darauf, welches Video die nächsten Stunden online kommen wird auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Explosive Fireworks.